herzliches Hallo und willkommen zurück hier bei 7 Days to Die in der Hardcore Season. Liebe Freunde, ich freue mich tierisch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So sieht's aus und wir haben gefarmt. Ich habe gefarmt, jetzt bin ich noch immer nicht in dem Bild drin, ne? Verdammt, jetzt habe ich's. So, ich habe gefarmt, tatsächlich, da hinten, nee, warte mal, irgendwo, da hinten, hinter dem Haus, da, ja, ihr wisst, wo wir gefarmt haben. Das hat nicht lange gedauert, tatsächlich auch. Und ungefähr 1000 haben wir zusammenbekommen. Das ist sehr, sehr gut. Und wir stellen am besten jetzt schon mal die Pflastersteinproduktion an. Alles, was wir machen können, meinetwegen, das können wir auch später noch verwenden. 7 Minuten, liebe Leute. Das ist sehr, sehr gut. Und jetzt sind die Steine weg. Na, ist egal. Macht nichts. Eigentlich sind die gesichert gewesen. Okay. Macht jetzt, wir können jederzeit wieder Steine farmen. Und ja, das lassen wir jetzt laufen. Und bald ist auch schon Nacht, liebe Leute. Deswegen gehen wir jetzt nochmal schnell los und gucken uns mal so ein, zwei Häuschen an, die wir eventuell noch wegmachen können. Vielleicht haben wir sogar die Möglichkeit, Leute, wir fahren nochmal schnell zum Händler, noch eine Mission zu machen. Das wäre es, während das andere da vor sich hin craftet. Und das nächste, was wir natürlich machen werden, ist, wenn es Nacht ist, noch ein bisschen Holz abzufarmen, damit wir genügend Spikes machen können. Hier ist unsere Mine, stimmt, hier war die Mine. Damit wir genügend Spikes abfarmen können oder Wood Spikes machen können. Ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen, schlussendlich an der Stelle. Hier ist noch ein wenig Potassium. Wunderbärchen. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, noch eine Stufe 2 Mission zu machen. So. You're not bringing counterfeit money in here, are you? Nein, tu ich nicht. Tu ich nicht. Vergrabene Vorräte, wollen wir das mal machen? Wir haben jetzt echt gutes Digging-Material. Lass uns das mal machen. Mal gucken, was da drin ist. Das sollten wir schnell erledigt bekommen. Durch unser Digging-Tool. Und in der Zwischenzeit können wir auch ein bisschen Sprit sammeln. Müsste wahrscheinlich so oder so Sprit sammeln. Ja. Sorry übrigens, falls ich jetzt auf bestimmte Kommentare einfach nicht eingegangen bin. Ja, es war vor Oktober ein bisschen schwierig für mich mit Aufnahmen und auch über den verlängerten Feiertag quasi, über den Tag der Deutschen Einheit ebenso. Wir haben heute tatsächlich den, ich weiß gar nicht, wenn ihr das seht, müsste schon der 9. sein oder so. Wir haben jetzt irgendwie den 7., vermute ich. Oh Gott, da ist ein dicker, dicker Bursche. Ist die Frage, ob wir den wegsneaken, ob der uns hört. Müssen wir wohl machen. Okay. Dann würde ich sagen, diggen wir mal. Achso, erstmal aktivieren.
hört jetzt echt schlecht, ne? Durch den Regen. Aha, okay. So wird das Spiel hier gemacht, ja? Ach, du ahnst es nicht. Ist das ein Wilder? Also der krabbelt so schnell, deswegen frage ich. Aber ihr könnt es mir ja auch 2000... Das könnte ein Wilder gewesen sein. Okay, und weiter geht das, die wilde Schaufeln. Jetzt müsste gleich das nächste Ding anspringen. Okay. Nee, das kann's nicht sein. Kann ja nicht im Felsen sein. Oh nein, oh nein. Komm her. Bitte? Bleib doch mal stehen. Junge. Ist doch nicht normal. So, okay. Jetzt müssen wir da rein. Wir müssen in diese Richtung buddeln. Tatsächlich. Es hilft nichts. Da ist er. Hervorragend. Und weg hier. Wo ist mein Bike? Da ist mein Bike. Will ich die bekämpfen? Ich meine, es ist immerhin... Einen habe ich. Okay. Wir gucken uns das gleich an. Wir müssen erstmal die Vorräte zurückbringen. Und das schnellstmöglich natürlich. Bevor der zumacht. Und wir müssen natürlich auch Treibstoff abbauen. Den hier.
Schau meinetwegen nochmal rein. Lange Zeit ist nicht mehr. Genau, jetzt fällt mir wieder ein Kommentar, Händler macht, glaube ich, um 4.10 Uhr wieder auf. Hat das irgendeiner reingeschrieben? Vielen Dank dafür natürlich. Und ich sehe gerade, irgendwie sitzt mein Mikro zu hoch. Kann das sein? Okay. Komm, wir fahren schnell zum Trader. Ich hoffe, wir können die Mission noch eben abgeben. Wipe that smirk off your face. Doing one job doesn't make us pals. Got it? Reparierte Klingenmod, Bauplan abgesichert, Explosivmagazin. Ja, dann nehmen wir das Explosivmagazin. Es ist jetzt auch nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber immerhin. Ja. Es ist so, wie es ist, liebe Leute. Aber zumindest haben wir noch eine weitere Mission gemacht, die uns entsprechend noch nach vorne bringt. Ich hoffe, dass hier jetzt auch noch Treibstoff rauskommt und nicht nur Schrott und... Nö, nur Kühlergrill, wa? Kein intaktes Auto, das ist das Problem. Okay, dann ist das so. Nachladen bitte. Und ab nach Husin. So, können trotzdem mal eben nachladen. 49%. Sehr schön. Vom Abbau eines Autos. Also, es ist tragbar. Es ist tragbar. Lass uns nach Hause. Und Holz mussten wir noch machen, ne? Aber wir können ja das Holz erstmal verwenden, was wir haben. Und gucken, wie viele Spikes wir da rausbekommen. Und können dann immer noch Holzfarmen gehen, wenn es nicht reichen sollte. Also tatsächlich, mein Plan ist tatsächlich den Innenbereich dieser kleinen Lagerhalle, so will ich das mal nennen, tatsächlich mit Spikes auszustaffieren, soweit das nur irgendwie möglich ist. Und auch natürlich außenrum. Das ist natürlich eine größere Fläche. Das muss man sich auch vor Augen führen. Aber ich glaube, wir können das packen. Ich glaube, wir können das packen. Wenn wir uns natürlich jetzt rechtzeitig vorbereiten, ne? So. Erstmal sind wir rechtzeitig zu Hause. Das freut mich schon mal. Wahnsinnig. Zack, dann haben wir das. Dann haben wir natürlich Coutons gesammelt. Coutons. Was haben wir denn hier? Biker-Outfit. Nice. Okay, Armored Up. Das benutzen wir natürlich. Und das Explosive-Magazin benutzen wir natürlich auch. Dann haben wir hier Handwickel. Helmlicht. Ja, benutzen wir. Und ein Isolierungsmod benutzen wir auch. Sehr schön. Rüstung und Wertgegenstände. Packen wir erstmal hier rüber. Genau. Sehr schön. Ansonsten sieht das erstmal gut aus, ne? Das sieht jetzt erstmal gut aus. Mit CD3, das Material sind nochmal 900.300 Lehm. Das gefällt mir auch. Und wir haben 1533 von den Holzstachelfallen. Noch Eisenstachelfallen ausbauen, ne? Holzstachelfallen. Wie viel kriegen wir da raus? Das ist nicht viel. Aber wir machen es erstmal. Unten hier haben wir natürlich die Pflastersteine. Sehr schön. Die packen wir als Material erst einmal hier rüber. Es ist soweit in Ordnung. Und, liebe Leute, dann, glaube ich, müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Holz farmen. Lass uns das noch tun, solange wir
ausreichend Helligkeit haben. Gehen hier nochmal hin und farmen noch ein bisschen Holz. Ich denke, wir werden mit Sicherheit... Es sind jetzt 76 Stachelfallen. Wenn wir die gleiche Menge nochmal machen, haben wir 150. Ich würde aber gerne auf 300 Stachelfallen kommen. Also brauchen wir ungefähr 3000 Holz. Irgendwas in der Richtung. Die Frage ist, wie schnell können wir das zusammen? Das ist mal die Frage. Wie schnell können wir 3000 Holz zusammengefahren? Gibt es eigentlich die Kettensäge noch? Was? Hallo? Grafikfehler? Ja, tatsächlich Grafikfehler. Ketten. Die gibt es noch tatsächlich. Wird mit 61 Erntewerkzeugen freigeschaltet. Okay. Okay, lasst uns doch mal farmen. Also, ich werde jetzt noch mal... Sagen wir mal so 1700 Holz. 1500 davon werden wir einsetzen, 200 werden wir so auf Lager lassen. Lasst uns 1700 Holz nochmal zusammen haben. Und dann schauen wir übrigens auch nochmal nach den Skillpunkten. Wir schauen nochmal nach unserem XP. Das machen wir auch noch in dieser Folge. Und was wir auch tun, wir schauen nochmal, wie es mit den Erntewerkzeugen vorangeht. Wie zum Beispiel Axt, ja, Stein, Eisenaxt, Eisenpickaxe. Diese Sachen, das würde mich tatsächlich interessieren, wie wir da vorankommen, wie weit wir wo weg sind, was wir brauchen vor allem. Ja, und das nächste, der nächste Part wäre doch schlussendlich Schießpulver herstellen. Ne? Das wäre so der nächste Part. Wir brauchen auf jeden Fall Schießpulver und mich würde auch interessieren, wie weit wir von den nächstgrößeren Waffen sozusagen entfernt sind, was wir Waffen entsprechend brauchen. Genau. So, jetzt sind wir schon bei 900. Das heißt, wir kommen gut voran. Würde ich sagen, das Saatgut lassen wir natürlich in der Tasche. Das pflanzen wir hier nicht nochmal neu ein. Und, oh, das ist aber komisch aus hier. War hier schon einer dran? Hat hier schon Winterschnitt gemacht? Ja, aber ist quasi Bäume entästet. Sieht fast so aus, ne? Ich bin nicht sicher, ob wir diese... Ach, wir wissen ja, was wir machen. Wir farmen diese vier, diese Holzhäuser, diese... Oh Gott. Wir farmen das, diese Bäume hier noch ab. Hier jetzt noch stehen. Die so schön runtergeschnitten sind. Und dann sehen wir, was wir rausgeholt haben. Erst einmal sowieso reparieren. Es könnte fast auf 1700 hinauslaufen. Ne? Wir holen schon recht viel raus. Ich glaube 5 pro Schlag oder so. Ja, das müsste hinhauen. Ich denke schon. Was haben wir hier noch? Ah, kommen wir locker auf 1700. Das passt schon. Sind wir 41. Als hätte ich das vorher schon geahnt, oder? Wir müssen auf jeden Fall noch Pfeile machen. Das heißt, wir brauchen auch Pfeilspitzen. Gucken, ob wir schon Pfeilspitzen haben. So, ja. Mit 1500. So, 1500. 1700. 1500. Nochmal 75. Das machen wir gleich hinterher. Perfekte Sache. Dann haben wir hier das Saatgut. Packen wir auch nochmal eben rüber. Und, was wollte ich jetzt? Jetzt gerade nicht ein... Was immer bei Waffen? Genau, Pfeilspitzen. Ah, hier haben Pfeilspitzen. Haben wir noch 48 hier. Guck mal. Dann machen wir doch daraus einmal diese 48. Ach ne, Bolzen muss ich ja eingeben. Heißen Bolzen 48. So, dann hätten wir das doch schon mal. Das packen wir hier hin. Hervorragend. Okay. Mhm. Das sieht gut aus.
Jetzt haben wir gesagt, will ich noch einmal mit euch jetzt in dieser Zeit, wo wir gerade Nacht haben und sowieso nicht groß was machen können, noch einmal unsere Fertigkeiten reichen. Wir haben 3 Fertigkeitspunkte noch übrig, wo ich tatsächlich gerade noch nicht weiß, in welche Richtung ich gehen möchte. Mehr aus den Adern rausholen. Erhöht den Werkzeugschaden um 20%, den Blockschaden um 60%. Mit Äxten, Spitzhacken, Schaufeln, Kettensägen oder Erdbohrern. Außer wir haben 15%. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt, ne? Und Hauptader, mehr Erz finden, geht dir langsam das Fleisch und Blut über. Sammle 40% mehr Erz, Stein, Geländeblöcke oder Bäume mit Äxten, Spitzhacken, Schaufeln und Kettensägen. Wisst ihr was? Für den Bereich, dass wir jetzt ein bisschen farmen müssen, packe ich jeweils einen Punkt hier rein. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Das ist gut aufgehoben. Die Punkte sind gut aufgehoben. Und hier nochmal 50%. Eine zusätzliche Feldfrucht zu haben. Das Fertigen von Beeten kostet 50% weniger. Wisst ihr was auch, glaube ich, da werde ich mal eine Sache, noch einen Punkt reingeben. Das kann uns auf jeden Fall für die Nachhaltigkeit wesentlich helfen. Wesentlich helfen. Dann hätten wir das gemacht, dann haben wir doch noch die Kuh, nee, Challenge, wie hieß es denn nochmal? Challenge I, nee, auch nicht. Y? Ah, Y, genau, hier. Tür platzieren, ja, nehmen wir mit. Pflasterstein aufwerten, ja, nehmen wir mit. Hervorragend. Und was haben wir hier noch? Wir haben 1000 für Sammle Lehm, nehmen wir auch noch mit. Was kostet der Geiz? Hervorragend. Zombie-Schlechter, töte 500 Zombies, 1000 EP und Munition. Töte 50 Geier, töte 50 Holzfäller, Spinnenzombies, oh Gott. Gut, was haben wir denn hier? Töte Abbrucharbeiter. Okay, machen wir so. Alles so nebenbei, läuft Standby, glaube ich, soweit das geht. Wir haben was zu essen, wir müssen was essen, meine ich. Benutzen, es sieht so aus, als wenn wir hier auch tatsächlich noch mal ein bisschen kochen müssen, liebe Freunde. Und ich glaube, bevor wir gar nichts machen in dieser Folge, machen wir auch das nochmal. Lasst uns nochmal kurz ein wenig Getränke herstellen. Wir kochen nochmal 10 von den Chrysanthemen im Wasser, ne? Das machen wir auf jeden Fall. Roter Tee. Hau denn. Das war beim Trinken. Sehr gut. Dann essen, 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 essen hatten wir, essen, wo haben wir es denn, Wildbräteintopf, wir brauchen Kartoffeln, Mais, Tierfett und Wasser, Kartoffeln, Mais, Kartoffeln, Tierfett, Fleisch und Wasser. Genau, so. Wie viel können wir machen? 4 Stück. Das machen wir natürlich. Hervorragend. Dann hauen wir das Hinken hier wieder hin. Und nein, das geht nicht dahin. Das geht alles erstmal dahin. Sehr schön. Wunderbar. Ja, uns fehlen tatsächlich die Kartoffels, ne? Wir haben hier die Pilze noch. Und sind das die Kartoffelpflanzen? Jawohl. Hervorragend. Und tatsächlich, wir haben einen Pilzsporen noch. Den können wir hier noch platzieren. Zack. Und dann haben wir, glaube ich, irgendwo auch noch einen Kartoffelsamensaat, Sudsaat. Da haben wir es hier. Dann haben wir nämlich hier 2 Kartoffeln. Dann bauen wir hier nochmal 2 Kartoffeln an. Liebe Leute. Und das Farming wird natürlich auch Thema werden in der Zukunft. Und ein wenig Wasser müssen wir natürlich auch noch herstellen. Dann werden wir hier nochmal 8 Wasser herstellen. So, 8 Minuten, 15 Minuten, 4 sind 9 Minuten, sind... Quatsch, 19 Minuten sind fast 27 Minuten Brennstoff. Hier rein. Sehr schön. Das kann weiterlaufen. Ich bin begeistert.
Wie sieht's hier aus? 51. Das haben wir theoretisch auch erstmal durch. Das heißt rein. Wir könnten weiter Holz farmen. Könnten wir machen. Wir haben noch 8 Kartoffeln. Wieso haben wir noch 8 Kartoffeln? Achso, habe ich gerade gefarmt, ne? Ja. Okay. Und 9 Pilze habe ich auch noch gefarmt. 9 Pilze. Pilze haben wir jetzt erstmal genug. Pilze brauchen wir erstmal nicht. Farming Plots, ne? Wo haben wir denn... Jetzt muss ich da tatsächlich mal einmal gucken. Irgendwo haben wir doch die Farming Plots hingepackt. Oder haben wir die schon rübergepackt? Kann sein, ne? Dass wir die schon rübergepackt haben. Ja, definitiv. Das kann wohl sein. So, jetzt folgende Sache. Schaufeln. Also Material. Also, ihr wisst, was ich meine. Wir schauen nochmal kurz rein. Also, Fertigungsgeschichten. Dann Reparatur, Erntewerkzeuge. So, jetzt wollen wir mal gucken. 9 von 10. Okay. Und bei 11 würden wir rein theoretisch die nächste Stufe an Eisenwerkzeugen freischalten. Das wäre natürlich der Oberkracher, ne? Dazu müssen wir natürlich Tool Diggest, durch das Lesen von Tool Diggest, ja. Das auf jeden Fall. Dann haben wir Clown Hammer hier, 14, genau, Nagelpistole wird als nächstes kommen bei Handy Land. Wir können also in Stufe 3 Clown Hammer produzieren. Machen wir, glaube ich, am besten auch gleich mal. Sammelwerkzeuge, ja, da sind wir noch einen von der Knarre entfernt. Das ist natürlich auch nice. Klingen sind wir noch gar nicht so gut unterwegs. Allerdings könnten wir dann hier Messer als nächstes machen. Speere. Steinspeer Stufe 4. Handfeuerwaffen. Jetzt geht's ins Eingemachte. 7 von 11. Dann können wir die Pistole herstellen. Okay. Schrotflinten. Tatsächlich brauchen wir nur noch 2. Dann können wir die doppelläufige herstellen. Das wäre toll. Gewehre, Jagdgewehre, ja. Rifle World, Shotgun Weekly, Handgun Magazine. Sprengstoff, haben wir Explosives. Wir können tatsächlich schon Handgranaten herstellen. Ich bin begeistert. Leute, lasst es mal überlegen. Lasst mal gucken, was wir an Handgranate so brauchen. Würde mich mal interessieren. So, wir können tatsächlich den Robotikhammer herstellen. Das ist ja doch schon was, ne? Den Robotikhammer? Das ist gar nicht so verkehrt. Da gucken wir gleich mal nach. Robotikhammer, schwere Rüstung, Stufe 3. Ja. Medizin. Mhm. Nahrung sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Tatsächlich Elektrik. Ist 22, 25. Grundlagen der Elektrizität. Wiring, ne? Nice. Okay, da sind wir auch gut unterwegs. Fallen. Elektrozaunfallen. Electrical Traps. Arbeitsstation, ja. Da wird es mit der Zementmischer bei Stufe 30. Das ist weit weg. Das ist weit weg. Und hier sind wir bei 34 von 45 bei Vehicle Adventures, liebe Freunde. Also, was haben wir gesagt? Robotikhammer will ich nachgucken. Und irgendwas wollte ich noch nachgucken. Genau, Klauenhammer. Also, Klauenhammer. 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 Geschmiedetes Eisen, Holz, Leder und Klebeband. Haben wir eigentlich schon. Stufe 1. Okay. Ich will mal gucken, was ist, wenn wir den zerlegen. Was gibt es daraus? 90 Scrap. Ja, okay. Das ist in Ordnung. Aber den stecken wir jetzt. Einmal ganz kurz. 24 geschmiedetes Eisen. Ich will den auf jeden Fall bauen. Wir haben aber kein 24 geschmiedetes Eisen. Wir haben dafür aber 4x Leder. Wir haben einen davon. Dann haben wir aber Gott sei Dank hier den Kleber und irgendwo da. Sehr schön. Da machen wir nämlich Duct Tape. Das, was wir machen können an Duct Tape. Wegen dem Kleber. Material kommt hier rein. Dann haben wir auf jeden Fall den Kleber schon mal vorrätig. Und wir brauchen noch 24 mal geschmolzenes Eisen. Geschmiedetes Eisen. 24 bitte.
brennen das aus. 2 Minuten, 3 Minuten haben wir. Das läuft. Das ist okay. Damit hätten wir alles. Bis auf den hier. Den brauchen wir erstmal nicht. Wir haben das hier. Das hier. Und ich weiß nicht, warum das da ist. Wegen den Steinen, ja. Weil wir keine Steine haben. Okay, das verstehe ich. Wir haben auch genug Eisen im Moment. Sieht das ganz gut aus, liebe Freunde. Okay, und dann wollten wir noch einmal kurz Robotikhammer. Robotikhammer ist dann da. Ein Robotikteil, 40 geschmiedetes Eisen, Klebeband und Schraubfedern. Okay, haben wir Robotikteile. Guck mal. 3 Stück. Ja. Ich würde sagen, liebe Leute, das wiederum machen wir dann in der nächsten Folge. In der nächsten Folge, ich hole euch rechtzeitig dazu. Wahrscheinlich wird es auch erst 4 Uhr. Und dann schauen wir mal, was der Robotikhammer, dass wir den Robotikhammer bauen können und was der so macht. Vielleicht bauen wir sogar 2, um zu gucken, ob wir 2 parallel steuern können. Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Wenn wir einen übrig haben, haben wir halt einen übrig. Vielleicht kann man den verkaufen. Nichtsdestotrotz, wenn ihr hier zum ersten Mal eingeschaltet habt, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Gerne auch eure Däumchen unter die Videos. Denkt dran, es kostet euch nichts. Jetzt unten auf das Like-Button, das Däumchen klicken. Erledigt das Thema und mich bringt es nach vorne. Und was ich auch gerne von euch höre oder sehe und auch hätte, das sind eure Kommentare unter den Videos. Da freue ich mich drauf, das versuche ich umzusetzen. Und ansonsten bleibt nicht viel zu sagen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.